gamen, von jedem x-beliebigen PC im Netzwerk, ohne auf Leistung verzichten zu müssen. Bis jetzt eher Wunschdenken als Realität. Aber genau das will Parsec ändern und verspricht Game Streaming mit extrem geringer Verzögerung und stabilen 60 FPS. Wenn ihr also wissen wollt, ob das Programm etwas taugt und wie die Einrichtung abläuft, solltet ihr jetzt dranbleiben. Cloud hin oder her, Hardware, auf der das Ganze läuft, braucht man, wenn man selbst hosten möchte, natürlich trotzdem. Ich habe hier meinen Dell R27 Server hergenommen, welcher bei mir normalerweise als Videotranscoding und Livestreaming-Coding Server für meine Streams zum Einsatz kommt. In dem Server befinden sich zwei Intel Xeon i5-2670-8 Kern-CPUs und eine Nvidia P106-100 Mining-GPU. Diese Grafikkarte leistet für meine regulären Einsatzzwecke zwar wie in diesem Video gezeigt nach einer kleinen Registry-Änderung gute Dienste, funktioniert allerdings mit Parsec so ganz und gar nicht. Die Grafikkarte wird zwar wie gewohnt angezeigt, kann von Parsec allerdings nicht genutzt werden. Deswegen habe ich für diese Tests hier meine alte Nvidia GTX 690 wieder ausgegraben, welche für die Tests mehr als ausreichend ist. Ist die Hardware aus dem Weg geschafft, geht's auch schon zur Software. Hierzu lädt man sich einfach den passenden Parsec-Client für sein Betriebssystem herunter und installiert diesen. Bei der Installation gibt es nichts großartig zu beachten, denn diese läuft im Normalfall vollautomatisch bis zum Login-Screen durch. An der Stelle muss, falls nicht schon vorhanden, ein Nutzerkonto angelegt werden, welches auch später zur Verbindung der Clients zum Host genutzt wird. Habt ihr euch jetzt in dem Client auf eurem Host angemeldet, wird dieser auch schon mit dem dazugehörigen Parsec-Link angezeigt. Um zu demonstrieren, wie wenige Leistung einer dieser Streaming-Clients benötigt, habe ich hier unseren Wohnzimmer-HT-PC hergenommen, welcher nicht nur sehr kompakt, sondern mit seiner AMD A4-5000-APU auch eher schwach auf der Brust ist. Auf diesem System läuft Ubuntu, heißt dieser braucht natürlich den Parsec-Client für Linux. Aber keine Angst, das Setup in Linux ist auch nicht sonderlich komplizierter als bei Windows. Nachdem der Installer von der Parsec-Webseite heruntergeladen wurde, kann dieser auch gleich über die grafische Oberfläche in Ubuntu installiert werden. Klickt man jetzt auf die Parsec-Anwendung, öffnet sich ein Terminal-Fenster, in dem man sich mit E-Mail-Adresse und Passwort anmeldet und im Anschluss den Host wählt. Ist das erledigt, landet man auch schon auf dem Desktop des Hosts. Und es ist alles bereit zum Spielen. Nachdem ich es mir auf der Couch bequem gemacht habe, habe ich als erstes Spiel Brawlhalla ausprobiert. Und ich muss sagen, der erste Eindruck war besser als erwartet. Einigermaßen stabile Framerate, vertretbare Latenz und gute Bildkomprimierung. Dieser gute Eindruck hielt allerdings nur so lange an, bis ich mich dazu entschieden habe, einen First-Person-Shooter zu starten. Denn dieses Spielerlebnis war wiederum alles andere als angenehm. Schwammiges Spielgefühl, für einen Shooter definitiv viel zu viel Latenz und ekelhafte Bildkomprimierung. Diese kommt daher, dass Parsec sich immer das Ziel setzt, möglichst niedrige Latenz zu erzielen und auch die 60 FPS über alles andere zu stellen. Was natürlich, je nach verfügbarer Bandbreite, auf die Kosten der Qualität geht. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, lässt sich das Bandbreitenlimit pro Nutzer in den Einstellungen des Hosts verändern und auf bis zu 50 Mbit hochschrauben. Das kann ich jedem auch nur empfehlen zu tun, da der Standard hier lächerliche 10 Mbit sind. Ich habe in der Vergangenheit auch schon etwas mit Steam In-Home Streaming herumgespielt und muss sagen, dass Parsec schon um einiges performanter wirkt und eher die 60 FPS aufrechterhalten kann. Auch über das Internet. Habt ihr nur ein schwaches Notebook, wollt allerdings unterwegs oder gemütlich auf der Couch doch etwas darauf spielen, scheint Parsec ja, je nach Spiel, gar keine schlechte Option zu sein. Vorausgesetzt, die Internetverbindung spielt mit natürlich. Es ist einfach in der Nutzung und Einrichtung. Allerdings gibt es natürlich auch einige Probleme. Das größte ist hier in meinen Augen die nicht gleichbleibende Latenz. Aber beim Streamen von Spielen ist noch lange nicht Schluss. Parsec kann natürlich auch für Remote Desktop bzw. Produktivitätszwecke genutzt werden. Das Konzept von Parsec ist also keinesfalls schlecht, braucht allerdings auf alle Fälle noch einiges an Arbeit. Seid ihr jetzt auch interessiert daran, kann natürlich jeder Parsec auch einfach mal auf seinem eigenen Gaming-PC installieren und versuchen, Spiele auf andere Geräte im Netzwerk zu streamen. Aber das war's auch schon von diesem Video.
In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen oder weitergeholfen hat. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Servus!